So. Einer in Houndfield entfernte seinen Biomarker, um zu sehen, was passieren würde. In der nächsten Nacht hat er sich verwandelt, obwohl das Licht grün war. Einfach so. Ja, er war nicht ganz grün, ne? Also die Teile hier haben mich... Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch noch nicht hier vorbeigekommen. Aber bei der Kirche war ich schon mal gewesen. Aber die Teile waren auf jeden Fall noch nicht da gewesen. Diese Trampolin-Dinger hier. Juhu. Da fühlt man sich gleich wie ein kleines Kind wieder. Yeah! Ja, Pfeil und Bogen gibt's auch. Wir haben auch hier mit dem Update ja auch die Splatter-Effekte verbessert. So dass das jetzt, ja, dass das Blut jetzt realistisch spritzen tut. Und auch wenn du jetzt hier die Leute, die Zombies dann zerteilen tust, weißt du, wenn du eine Axt schwingst, dann wird dann so auch richtig dann durchgeschnitten. Das wurde vorher nicht angezeigt, also nicht gezeigt. Dann es wurde irgendwas abgetrennt, was du gar nicht getroffen hast oder so. Und die Zombies fallen jetzt auch realistisch mit den Ragdoll-Verfahren noch besser richtig rum. War vorher so, egal wie du getroffen hast, die haben den meisten durch die Luft geflogen und so. Okay, das dürfen wir nicht zulassen. So, das haben wir verhindert. Nächster. Du messt auch wirklich den Widerstand, wenn du... Wenn die Waffe kaputt geht, dass der Trigger dann leichter reinzudrücken ist und nicht mehr so schwer ist. Das merkt man hier wirklich. Ja. Okay, er sagt nichts. Na gut, dann nicht. Ja, dann eben nicht. Okay, alle Bugs sind wohl doch nicht mehr wahr. Also ich müsste mir jetzt die Belohnung geben. Du siehst ja diesen Pokalsymbol da, aber... Er bedankt sich noch nicht, gar nichts, läuft hier durch die Gegend. Scheint wohl ein Bug zu sein wieder. Naja, wie gesagt, alle Bugs sind noch nicht behoben. Ja, kann man nichts machen. Da wir jetzt diesen Turm eingenommen haben, können wir ihn in ein Lagerhaus umwandeln. Sieh mal, wie gut er geschützt ist. Das klingt nach viel Arbeit. Glaubst du? Vielleicht hast du recht. Ja, auf jeden Fall, das sage ich dir. Hier hatte ich mal so ein lustiges Erlebnis, wo eine ganze Zombie-Horde hier war und du das hier zerstört, dann ist ja voll in der Rakete abgegangen, der Zombie, mit dem Wasserdruck hier. Mal sehen, ob ich das nochmal wiederholen kann, weiß ich zwar nicht. Ja, mehr? Ja, der ist so weit weg jetzt. Okay, so ungefähr so sieht das dann aus. Der stand dann in dem Moment hier, ist er hier wohl so gerade so rüber gelaufen so und dann ging das Ding hoch und dann ist er wie eine Rakete nach oben gesteuert worden. Das war eine geile Sache. Hier kann man nicht mehr abschießen, ja? Die kann man gar nicht mehr runter. Ja, die Abtrünnigen sind wirklich
wirklich widerlich, die Typen. Wenn du DS Gone kennst, kennst du ja ungefähr so ähnlich wie diese Verrückten da. Siehst ja, die hängen Peacekeeper oder die normalen Überlebenden auf einfach. Und ja, die gehören dem Schlechter. Ja, man hat dem wohl den Obermatz Schlechter genannt. Im Original heißt er einfach der Butcher, ne? Also der Schlachter. Aber ich glaube, die haben wohl gemeint, Schlachter hört sich so komisch an, nennen wir ihn einfach den Schlechter. Wie ist der denn hierher gekommen? Ja, so sah das vorher auch noch nicht aus. Jetzt sieht das so aus wie, grafisch aus wie bei den Resident Evil, wenn Zombies zerteilt wurden. Und natürlich gibt es verschiedene Pfeile. Normale Pfeile, Schockpfeile, Feuerpfeile, Giftpfeile, Sprengpfeile, Blitzpfeile, infizierten Pfeile. Ja, die infizierten Pfeile sind geil. Die verwandeln die Typen gleich in Zombies. Und die Sprengpfeile würde ich nur ganz selten in Fällen empfinden, weil dann meist noch die anderen immer... Jetzt zeige ich dir, wie ernst ich's meine. Au. Na, danke. Den nehme ich mal. Ja, hier komme ich. Ein großer. Neben. Shit. Der hat einen langen Lauf gehabt. Ey. Voll. Er hat mich von hinten gepiekt. So ein Arsch. Er hat mich voll in den Hintern gepiekt. Hast du unter die Dichtungen geschaut? Nein. Die Dichtungen sind in Ordnung. Woher kommt dann die Flüssigkeit? Jemand hat die Dichtung. Alles klar, Fox. Dann wünsche ich dir noch eine angenehme Nachtruhe, ne? Und vielen Dank fürs Vorbeischauen. Bis demnächst, ne? Eine andere Waffe erstmal besorgen. Hier. Und hier. Nicht fest genug verschraubt. Wir können mit der Überholung noch warten, aber dann wird es das nur noch schlimmer. Das ist eine schicke Waffe, die du da hast, Aiden. Ist die neu? Nein, immer noch mit Perwoll gewaschen.
Ich habe gedacht, ich hätte das hier schon mit den Abtrünnigen alles erledigt. Dann gibt es noch ein zweites Lager von denen. Wusste ich gar nicht. Nee. Können wir noch infizierte Pfeile anfertigen? Ja, uhuhu, oh ja, her damit. Und schon wieder, da haben wir weniger Teile, verdammt. Ja, eben gucken. Okay, das ist in Ordnung. Hirn, Gift, Funke, Gift. Ach, wir haben nicht genug Teile jetzt. So. Nein! Okay. Hier muss man wirklich mehr schleichen. Mann, was macht ihr da unten, ihr blöden Zombies? Könnt ihr mal aufhören, so viel Krach zu machen? Kann man sich ja gar nicht konzentrieren. Oh Mann. Zombies. Man muss sie einfach hassen. Wir machen selber Krach und wer muss es ausbannen? Wir. Acht, recht ein. Soll uns recht sein. Hier da oben. Ich hier. So. Na? Jetzt gegen Feinde, ja.
Okay. Er war vorher zu stark. Bis Vergangenheit. Das nennst du kämpfen. Ich hatte mehr erwartet. Ja, du redest von das nennst du kämpfen, aber spuckst du nur. Blödes Feuer nur. Kämpfen benutzt man Waffen und so ein Scheiß. So. Ja. Ist einer der Lieutenants einfach mal da runtergestürzt? Mann, was für ein Idiot. Ja, du bist mir zu schnell, ja, natürlich. Ja, und wie du zu schnell für mich bist. Nee. Du kannst mir nicht entkommen. Bist du denn jetzt? Warum denn? Überleg, ja. Ja, überleg, ja. Was überleg? Hmm.
Ich denke, da sind hier viele Sachen drin. Der Hemmstoff ist unten. Na komm schon. Ach bitte. So. Komm ich gleich so. Wo denn? Da haben wir. Ja, okay. Das waren immer noch nicht alle. Okay, hier kann ich nicht drehen, noch nicht. Sind die denn noch? Meine Güte. Hier drinnen. Nicht benutzt werden, Feind in der Nähe. Okay. Feind in der Nähe. Die Frage ist, wo sind die? Bestimmt da unten irgendwo. Hemmstoff ist da drin, ja. Wieder nur einer. Ja. Hier ist niemand. Ah, seid ihr. Hör auf mit der Scheiße und Cam. Wieso, was mache ich denn selbst? Der Scheiter und kämpft, ja. Und dann fährt er in den Abgrund. Dieser Idiot.
Ja. Muss ich jetzt jeden einzelnen von euch irgendwie hier suchen? Oder was? Ein Leutnant muss hier noch irgendwo sein. Das wäre keine so gute Idee. Nachher töten sie das Opfer da, was wir retten sollen, ne? Hier, irgendwas hat uns gesehen. Waren es jetzt die Untoten oder... Ich mache das jetzt gerade keinen Spaß mehr. Hier nicht an der Kurbel nicht drehen. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier großartig machen sollte. Meinen Sie die Überlebenden aus dem Banditenlager? Ja. Ich wüsste wo, dann würde ich das ja machen. Weil laut der Musik ist hier noch ein Lieutenant. Aber ich weiß nicht wo. Oh, oh. Da bist du. Aber du bist kein Lieutenant. Entweder ist das Gebiet so groß, dass man das alles nochmal ablaufen muss. Tut mir leid, Leute, wenn das ein bisschen sich entzieht, aber ihr seht ja, man findet sie nicht wirklich gleich. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Könnte gut möglich sein, dass es auch wieder noch ein Fehler ist, der noch nicht behoben wurde. Ja, dann ist es natürlich blöd. Dann kann man die Mission ja auch nicht wirklich beenden, oder? Mal Glück, dass dann welche zum Vorschein kommen und dann manchmal aber auch nicht. Jetzt ist schon wieder einer aufgetaucht. Aber es war auch kein Lieutenant. Ich muss ja einen Lieutenant erledigen. Schön.
Ja, an den Fenster kommt man nicht rein. Auch nur bestimmt der Gang, wenn man hier von der Seite kommen würde. Der Lieutenant taucht einfach nicht auf. Das Problem. Ey, wenn den Lieutenant erledigt hätten, dann wären wir, glaube ich, schon fertig. Hier kann ich nicht rein, weil hier die Gegner sind. Und ich erst mal hier sind wohl die Gefangenen drin. Ja. Aber wo ist der Lieutenant? Keine Sau versteckt sich irgendwo. Wir können wer weiß wie lange suchen. Oder ist er runtergefallen und läuft da unten wie blöd rum. Ich merk's. Jetzt bist du dran. Was hältst du nicht durch, Jungchen? Bist du das ist auch wieder kein Lieutenant. Das ist ein anderer. Der hat gesessen, Wichser. Jetzt zeig ich dir. Ja, Mist. Ihr seht ja, die kommen alle nur ganz spontan hervor. Kann sich wer weiß wie lange noch hinziehen. Das ist echt ätzend. Wenn ihr mich fragt. Will die tauchen gleich auf oder lassen das? Solange wir den Lieutenant nicht haben, dann können wir uns hier, wer weiß, wie dumm und dämlich rumsuchen. Meine, wenn wir ihn jetzt getötet haben vorhin, wenn er auf der Brücke war, dann müsste er ja auch erledigt sein. Wenn er hier unten wäre. Das macht echt langsam keinen Spaß mehr, Leute, wenn ihr versteht, was ich meine. Oben kann man nichts machen. Selbst die Musik hört sich an, als würde sie hier irgendwie komisch ablaufen. Also wenn wir jetzt den Lieutenant in den nächsten paar Minuten finden, werde ich hier erstmal für heute Schluss machen und die Mission dann ein andermal nochmal neu machen. Vielleicht funktioniert sie dann ja. Bist
auch wieder kein Lieutenant. So, die Nacht ist vorbei. Aber wir haben immer noch nichts. Ah, da läuft noch jemand unten. War aber immer noch kein Leutnant, sondern Lieutenant. Sehe ich gar nicht, wie die nur einzeln rauskommen. Kann doch nicht so sein, oder? Ich vermute mal, dass das wohl ein Bug ist. Das kann ich mir das jetzt nicht langsam nicht mehr vorstellen. Der Lieutenant müsste irgendwo hier mal auftauchen. Wir waren jetzt einmal hier komplett rum. Und ihr hört ja an der Musik, die Musik spielt auch immer so nur die ein und dieselbe Melodie ab. Das ist eindeutig ein Fehler. Ja. Schon unterwegs. Wieder kein Lieutenant. Weil die Lieutenants sind nämlich deutlich größer. Man sieht auch niemanden hier von. Was für ein Kreuz jetzt hier? Ich höre doch irgendwas. Ja, lass mich raten, der ist irgendwo reingebackt. Ich glaube, das würde doch erklären, warum wir ihn nicht sehen. Der ist irgendwo in ein Gebäude reingebackt und deswegen sehen wir ihn nicht. Ihr hört das ja, ne? Komische Geräusch. Aber ich sehe auch nichts hier durch die Wand oder so. Sehe gar nichts. Eindeutig ein Bug. Ihr hört das ja, dass das hier so ist, hier so komisch. Ja, hier, jetzt können wir hier öffnen. Würde ich, Leute, ich werde hier gleich nochmal laden. Vielleicht klappt ja dann doch irgendwas. Aber wir hängen hier, glaube ich, irgendwo fest, was jetzt momentan nicht geht. Bringt ja nichts, wenn wir uns hier jetzt. In Gebäude kommen, können wir sowieso nirgendwo. Ich sehe auch nichts hier von diesen roten Anzeichen. Ja.
Ja, Leute, das hilft nichts. Ich werde das mal eben neu laden. Mal sehen, vielleicht hilft das ja dann. Bin gleich wieder da. So, Leute. Ich habe jetzt eben mal neu gestartet. Also besser gesagt, neu geladen. Mal sehen, ob wir jetzt die Mission beenden können. Mal schauen. So. Also wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann ist die Mission leider verbuggt. Gut, dass das nur eine Nebenquest ist, dass sie nicht jetzt wirklich ins Gewicht fällt. Wenn es jetzt eine Hauptquest wäre, dann wäre es natürlich eine Scheiße dann, ne? Also drückt die Daumen, dass das jetzt eben nur, weil er sich da reingebackt hat, passiert ist und dass das jetzt mit dem Neuladen behoben wurde, quasi, ne? Dass wir hier keinen Aufwind haben. Ich glaube nicht, dass wir da richtig rüberkommen, oder? Könnte knapp werden, gerade so. Das könnte gerade so klappen. So, Abtrünnige. Auf ein neues. So, drückt die Daumen, Leute, dass es jetzt klappen tut. Wenn er da immer noch eingebackt ist, dann, ja, dann vergessen wir das erstmal und machen morgen dann weiter. Ja, das sollte da nicht sein. Aber das sieht jetzt. Ist aber immer noch ein Abtrünniger. Also ein. Aber jetzt sind aber deutlich mehr hier unterwegs. Das ist schon mal ganz okay. Wenn nur noch der Lieutenant auftaucht, dann bin ich zufrieden. Ah, oh, okay, ich dachte auch. Sind auch alle wieder zu, ja stimmt, weil wir auch geladen haben, ne? Das Spiel hat ja auch noch nicht gespeichert, ne? Nachdem wir das Dings. Mal sehen.
Jetzt soweit gut. Die Musik hat jetzt auch wieder aufgehört, die läuft nicht hier in der Dauerschleife. War ja eben die ganze Zeit ja so gewesen, dass das immer die Dauerschleife war, ne? Wenn wir jetzt noch den Anführer finden, den letzten, dann bin ich zufrieden. Das jetzt hier schon benutzen? Nein. Nein, ist noch nicht frei. Wir haben ja auch noch nicht den Anführer. Okay, da oben ist noch einer. Ja, jetzt werden ja auch alle angezeigt, ne? Das war ja vorher nicht so. War eben wohl verbuggt. Ist das real oder du träumst? Nee, du? Oh ja. Ah, da haben wir den Lieutenant. Oh Gott sei Dank, wir haben's, Leute, wir haben's. Hallo, mein Freund. Okay, der, stimmt, der hat ja zwei Angriffe. Nee, nee, nee. Nein, danke. Geh ich nur auf Männer. Jawohl, wir haben den Lieutenant erledigt. Wir haben es geschafft. Wir haben sie geschafft. Wir haben sie erledigt. Wie die Stimmlage sich auch geändert haben, nachdem ich ihm die Maske da runtergehauen habe. Man hat ihn dann wieder klar und deutlich verstanden. Das war vor dem Patch aber auch noch nicht gewesen. So. Da haben sie auch immer noch so komisch geredet, obwohl sie die Maske gar nicht mehr drauf hatten. Ah, Moment, nee.
Beute im Lager, genau. Gucken. Okay, eine Windmühle noch. Ah, Gott sei Dank. Die ganzen Vorräte und so, die die ergaunert haben. Haben wir auch. Danke. Ich heiße Henrietta. Ich bin Aiden. Und jetzt geh. Wir treffen uns am Windrad am anderen Ufer. Okay. Henriette, Fahrerkette. Hatte ich also recht gehabt, dass hier das ja, Entführungsopfer drin war. Hier müsste noch was sein, ja. Haben wir doch drin schon. Wir können alles nochmal wiederholen. Jo, immer her damit. Immer Dank. F zahlt. Das lohnt sich, das Looten ja nochmal. Nur, dass wir die blöden Dietrige noch mal wieder benutzen. Naja, was soll's. Wir können uns ja wieder immer wieder welche noch herstellen. So. Das hier nehmen wir auch mit. Auch. Siehst du drei? Ja. Dass die hier noch am Labern waren. Ich hab gedacht, ich hätte mich nur eingebildet. Nein, die waren es doch. So. Ja, es ist ein bisschen mühsam, alles nochmal wieder einzusammeln, aber gibt immer gutes Geld. Ich glaube, das dürfte wohl alles gewesen sein erstmal, oder?
Hier haben wir alles. Da Aiden. So, ich denke mal, wir haben jetzt alles abgegrast wieder. Dann können wir das ja eigentlich für unserem Gebiet erklären. Letzten Abtrünnigen haben wir auch erledigt. Hier ist nichts. Ich hab schon wieder was gehört. Sind hier immer noch welche? Tatsächlich. Ist das zu fassen? Hier laufen doch noch immer noch einzeln welche rum. Ja, das ist gut. Hier ist offen. Die ist auch offen. Alles klar. Ja, dann haben wir alles. Gut, dann können wir das ja eigentlich die Mission beenden. Los. Das Gebiet wirklich uns. Wunderbar. Okay, schließen wir die Mission eben ab. Okay, jetzt sind überall bunte Fähnchen und so. Juhu. Den suche ich jetzt nicht. Oh, das war nicht so toll. Ich hab leider das Ding Haarsbreite verfehlt. Am Axt. Ich wollte das Gerüst da ranhangeln, aber leider verfehlt.
So. Okay, darüber. Nein! Oh, klar. Das war echt Glück. Achso. Okay. Welt vom Forscher. Wer hat eigentlich diese Bilder gemalt? Das rausfinden, wenn wir alle finden, alle Kisten finden. Müsste man erstmal zuerst mal wissen, wie viele es davon gibt. So. Habe ich. Das Opfer Henrietta sollte bald hier sein. Warte mal. Henrietta heißt die? Oh nein. Die sollte ich gar nicht retten. Ich habe wohl falsch verstanden, welches Lager es war. Die PKs nehmen mich doch jetzt nie. Ich bin so nutzlos. Ein nutzloses Stück Abfall. Hier. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ihren Dank annehmen. Sagen, dass Pete ihr wahrer Retter ist. Ja, sage ich. Ich habe die Tür geöffnet, aber eigentlich war es Pete, der dich gerettet hat. Ich? Aber... Ich bin nur das Werkzeug. Dieser Typ ist das Hirn der Aktion. Hat den Angriff so geplant, dass ich dich retten konnte. Ist ein taktisches Genie, der Typ. Leute retten ist genau sein Ding, stimmt's? Boss? Nun ja, ich denke, das könnte man wohl so sagen. Heldenhaft und bescheiden. Toll. Ach, das war gar nichts. Wie heißt du? Ich bin Pete. Henrietta, würdest du mich nach Hause begleiten? Ich will nicht wieder geschnappt werden. Und mit dir fühle ich mich sicher. Sicher? Mit mir? Warte, Henrietta, du musst wissen, dass... Ich höre nicht sehr gut und... Keine Sorge, ich spreche lauter. Sollen wir gehen? Ja, sicher. Dann gehen wir. Danke, Pilger. Danke. Viel Glück. Mit ihr. Na, wenigstens ein schönes Happy End, oder? Ich frage mich, was daraus wird. Oh, Mann. Ja, okay, wir haben noch eine weitere Kampfstufe. Nehmen wir den Wurf. Oder Parkour-Fallschuss. Windrad. Ja, wir machen das hier mal. Damit wir auch das hier auch jetzt. Griffwurf, okay. Kommt angerannt, packen wir und schmeißen ihn dann dementsprechend runter. Okay. Ja, Leute. Ich würde sagen, das soll es auch eigentlich erstmal gewesen sein. Zum Glück haben wir das dank eines Ladevorgangs doch noch geschafft, die Mission zu beenden. Das war echt nervig eben gewesen, ne? Aber nichtsdestotrotz hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wieder einiges geschafft. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die sich das im Nachhinein bei YouTube angucken. Ja, und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession wieder, in dem Sinne. Verabschiede ich mich erstmal schon mal von meinen YouTube-Zuschauern. Bleibt auf jeden Fall gesund und munter. Und bis zur nächsten Aufnahme. Macht's gut.